Ja, ihr hört richtig. Es ist mal endlich wieder Fischerzeit. Aber da wir von unserem Düsseldorf-Trip noch nicht mal zurück sind, hier nur ein paar Schmankerl und der Rest folgt nächste Woche. Als am Freitagabend alles in den Pasing-Arkaden auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Jagertee begann, war mir nicht klar, wie wahr meine Ansage und Anmoderation noch werden wird. Aber dafür gibt es eine Sondersendung. Für den Weg zum Flughafen haben wir uns noch ein Abendessen zur Stärkung mitgenommen. Ein Yummy Dummy Veggie Burger. Und dann, ja, dann waren wir schon am Flughafen. Hier hieß es jetzt nur noch warten und das Calling for Boarding genießen. Und dann waren wir in Düsseldorf. In unserem Sinne herrlich mit Schnee, aber ja, wie ihr bestimmt in den Nachrichten mitbekommen habt, war es auch ein klein bisschen Schneechaos. Wir ließen uns nicht davon abhalten und genossen den Tag erstmal in der Innenstadt mit ein bisschen Christmas-Shopping und ein bisschen Weihnachtsmarktduft, die wir schnupperten. Und Peter, ja, der wurde wieder zu einem Interview geladen, in diesem Falle hart aber fair. Worum es geht, seht ihr heute Abend im ARD. Und ja, ein bisschen Sightseeing mit diesem herrlichen Ausblick darf natürlich auch nicht fehlen. Und wie vorher angekündigt, gab es auch Shopping. Ich habe mir eine neue Jacke geleistet und habe auch abstimmen lassen, wie sie euch gefällt. Ich bin froh, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Zum Abschluss auf dem Weihnachtsmarkt, natürlich was Gebackenes aus Brandteig darf nicht fehlen. Und dann waren wir startklar für Frau Fischer. So, meine Lieben, da vorne ist die Bushaltestelle, die bringt uns zu Frau Fischer. Hier, wir sind ready, steady, go. So, wir sind so oft immer so knapp dran. Heute sind wir super knapp dran, nur noch 10 Minuten. Aber wie man sieht, die lassen eh gerade erst rein. Von daher haben wir noch ganz gemütlich Zeit. Dann ging die Show los. Aber hey, das bin ich ja auf der Bühne. Was ich da gemacht habe, wird heute noch nicht verraten. Die Show von Frau Fischer war wie immer eine Wucht. So, Frau Fischer ist vorbei. Wir stehen auch schon wieder an der Bushaltestelle. Souvenirs sind mit eingepackt und alles andere gibt es dann am Sonntag schon im Vorgeschmack und spätestens die Woche drauf. Wo? Bei? Leandor. Ja, richtig. Wie unschwer zu verkennen war, haben wir das Schneechaos voll mitgenommen. Und so viel mehr ist noch passiert und deswegen gibt es eine Sondersendung zum Ende der Woche. Ja, und den Rest von Frau Fischer und dem herrlichen Abend, ja, den gibt es nächste Woche Sonntag. Aber jetzt erstmal weiter hier im Programm. Oh, Backe, ich liebe diese Frau einfach. Genauso wie die Vorweihnachtszeit, besinnliche Klänge und verführerische Düfte. Mehr davon jetzt bei Backen wie ein Zelt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ja, aber so weit sind wir zum Glück noch nicht. Ding zurück ins Hier und Jetzt und zum zweiten Advent. Und auf dem Plan stehen die Beetsmännchen. Und so funktionieren sie. Wir nehmen Marzipan und dazu brauchen wir Puderzucker, welcher mal wieder gesiebt wird. Und jetzt kommen noch gemahlene Mandeln on top obendrauf. Und zusätzlich brauchen wir auch Eiweiß. Das Eigelb wird für später mit Milch zur Seite gestellt. Und jetzt kommt die Liebe hinein. Und weil Zeit Geld ist, ja, legen wir den Turbogang ein. Und wenn die Masse durchgerührt ist, ja, dann ist das Größte schon geschehen. Wir formen jetzt so einen Kegel und dann nehmen wir 1, 2 und 3 halbierte Mandeln und ja, drücken die einfach von der Seite so an, damit die eben so diese Form haben. Und wenn die fertig sind, dann werden die jetzt noch mit diesem Eimilch-Gerührgemeng von oben eingestrichen und jetzt gehen sie ab in den Ofen und ja, sie gehen nicht auf, aber sie sollen natürlich eine Farbe bekommen und zwar französisch plus 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 und dann sind sie auch schon fertig, die kleinen Männchen, und gucken wir uns den mal an und da bleibt er natürlich nicht lang, mit einem Haps ist er im Mund. Und jetzt gucken wir mal, was nächste Woche dann auf dem Programm in der Plätzchenwerkstatt steht. Au revoir! Weil so viel Weihnachtsstimmung darf die Deko natürlich nicht zu kurz kommen. Deswegen begleitet mich jetzt auf dem Weg zur Deko-Queen mit bunten Farben bei Die Schreibers.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Alle Jahre wieder freue ich mich auf unsere Rainbow-Begrüßung direkt am Eingang. Und falls ihr euch fragt, warum diese Blickwinkeleinstellung hier von meiner pinken Sendezentrale heute einen anderen Winkel zeigt. Für den wartenden Weihnachtsbaum hat das Arrangement Platz gemacht. Wie jetzt wir auch hier für einen neuen Ausschnitt. Meet and Greet. High Five Part 2 aus Stuttgart. Zu Fuß geht es dann Richtung Messe. Und ja, ich möchte euch gerne heute mal einen kleinen Einblick geben, was denn auf so einer Messe passiert. Unter anderem auf der Tagesordnung steht zum Beispiel eine Autogrammstunde. Für mich die perfekte Gelegenheit, um ein bisschen Spaß zu machen. Und im Austausch mit den Leuten ergeben sich immer wieder lustige Situationen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Nicht schüchtern sein, weißt du nicht? So, jetzt, hi! Und falls du von mir auch gerne ein Autogramm möchtest, dann schau einfach in die Infobox. Da findest du alles, was du wissen musst. In meinem Kopf läuft dieser Film, dieser Film. Du tanzt die Last von mir. Und dreht sich meine Welt mal wieder viel zu schnell. Ja, stimmt. Ja, hast du richtig vermutet. Der hat mir wirklich im Zelt gefehlt. Leon ist auch YouTuber. Genau. Schau mal. Bei Sendung hier jetzt auf YouTube. Dann sagst du, weißt du was, ich bin jetzt auch auf YouTube. Vorbei. Und zwar auf der Rückseite. Danke. Schönen Tag euch noch, ja? Ciao. Hi! Ey, warte mal, jetzt muss ich das aber schon nochmal, das Gespräch geht in eine Richtung, dass ich mit Audio muss. Also Geli, was hast du mir gerade erzählt? Du bist auf dem Weg, Hi zu hören. Ja. Kinder! Hundewelpen. So, wir hören jetzt auf mit dem Schmarrn. Wolltest du dich mit hersetzen, Gilly? Wie bereits gesagt, ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Wie heißt du denn? Helena. Helena? Helenola? Helen. Schau einfach bei mir. Wow, das sieht ganz ähnlich an Helene. Komm, du hältst den Verkehr auf. Katz! Komm her! Und habt ihr die Begeisterung in Katz' Stimme gehört? Sie ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Helene Fischer-Fan. Wenn es sich total surreal anfühlt, dass jemand von uns ein Autogramm will, macht dennoch tierisch Spaß. Alles andere machen wir gleich im Anschluss, ja? Bitte schön, ja. Aber sag mal alle Hello zu YouTube. Hallo. Guck mal, hier ist die geheime Kammer. Ja. Aha. Ist das der Bühnenauftritt, den wir haben? Wo wir genau hin müssen, zeige ich natürlich selbstverständlich nächste Woche. Aber jetzt mache ich nicht Schluss, ohne noch ein paar tolle Momente zu zeigen. Unter anderem ein T-Shirt, was sensationell ist. Aber seht gleich selbst. Okay, ich tupfe mich jetzt ab und dann... Hi! Ein Autogramm dazu, ja. Wolltest du auch ein Autogramm? Wie heißt du denn? Amelie. Das ist die Amelie. Ich bin schon wieder gefragt, ne? Ja, Mann. Ich muss aber ein bisschen Geld verdienen.
Zeig mal der Welt bei YouTube, was bei dir passiert. Komm, zeig das mal. Hallo? Wo hast du gekauft, Schwester? In Holland. Liebe Holländer, schickt mir sowas. Der ganzen Freude über das T-Shirt hört mal ganz genau hin, die Vesna. Gibt's auch bei Piep im Glockenburg. I love you so much. Leon. Wow. Gibt's auch bei Becken Kloppenburg. Ja, genau. Weil ich muss auch bei den Kissen lassen. Und mein Schatz, du weißt, dass ich dich für deinen sensationell tollen Akzent liebe. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, sensationelles Shirt. So, wie der aus dem Nachbarort zu Fuß hierher gekommen ist, zeige ich beim nächsten Mal. Für heute ist aber erstmal Schluss. Nicht mit lustig, sondern mit Liaison. Und vergesst nicht, in 2 Wochen endet das Gewinnspiel. Wie, das habt ihr noch nicht mitbekommen? Dann hier nochmal alle Informationen und Einzelheiten, wie an unser Backbuch kommt. So, dann schauen wir mal das Weihnachtsgewinnspiel. Am 24. Dezember um 19 Uhr wird dann derjenige gesucht, der am nächsten ran ist, an der Zahl, an dem Gewicht von dem Mehl, welches gleich abgewogen wird. Was meinst du? Auf laser-youtube@web.de dürft ihr alle gerne fleißig mitraten. Viel Glück und viel Spaß. So, und jetzt schauen wir mal. Hello, sagt die Waage. Ja, aber das wird heute noch nicht verraten. Und ja, jetzt wird spannend. Was denkt ihr denn? Wie viel Mehl befindet sich jetzt? Wir schauen nach.